Hey Freunde, willkommen zu einem, naja, etwas anderen Video, denn heute soll es mal um Anime gehen, die mich geändert haben, so ein bisschen einfach mein ganzes Leben irgendwie verändert haben, die einiges ausgelöst haben und das möchte ich aber auch diesmal so machen, deswegen sage ich, es wird ein bisschen anders, denn ich möchte das diesmal so machen, dass ich einfach hier frei schnauze, einfach reinrede in das Mikrofon und ob ich mich jetzt verspreche oder wie auch immer, völlig Wurst. Ich denke, das ist gerade bei so einem Video irgendwie ein bisschen besser, als wenn ich das jetzt alles irgendwie so cutte. Und keine Ahnung, einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, euch gefällt das so in der Art. Wird natürlich jetzt nicht immer so sein, ne? Gut, das sind wie gesagt Anime, die ich mir jetzt rausgesucht habe, die wirklich einiges verändert haben. Also nicht nur, ja, sie haben jetzt meinen Tag irgendwie gerettet, weil ich den lustig fand oder so, sondern die haben wirklich was Krasses bewirkt, ne? Und ja, auf jeden Fall, ich habe hier meine Fanta Traube, ne? Ach, sehr lecker. Und da würde ich sagen, können wir auch mal starten mit dem ersten Anime. Ich dachte, komm, hakst du direkt ab. Wir fangen mit Tool of Woo an. Habe ich ja schon 100.000 Millionen Mal auf meinem Kanal erwähnt, ne? Tool of Woo ist einer meiner absoluten Lieblingsanime. Der Lieblingsanime, Edgy, ne, von mir. Und der Grund ist dafür, ich hatte sehr, 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 sehr lange so eine Zeit, wo ich LOL gespielt habe. Und so in dieser Zeit, ich habe halt wirklich gar nichts geguckt. Also ich habe auch nicht irgendwie jetzt Serien gesehen mit echten Menschen oder so weiter. Ich habe mal so ab und zu einen normalen Film geguckt, ne, so einen Hollywood-Streifen, aber mehr war da auch nicht dabei. Und irgendwann kam das dann soweit, da war dann noch diese Zeit, wo es Clipfish und dann gab es ja Watchbox und so gab, hat es ja gegeben. Und da habe ich mir dann Watchbox auf meinem Tablet runtergeladen. Und da gab es dann einige Anime und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mich dann dazu hingeleitet, dass ich mir Anime angeguckt habe. Und da hatte ich mir dann zum Beispiel Danmachi angeguckt. Ne? Was ist da auch noch so gab. Ne, ich weiß es jetzt nicht mehr genauer, auf jeden Fall auch so Sankarea. Und das waren wirklich Anime, auch Sankarea. Aber das waren keine Anime, die jetzt irgendwas Krasses ausgelöst haben. Also klar, ich fand sie wirklich richtig toll und die haben mir super viel Spaß gemacht. Gerade wenn man vorher nie so wirklich richtig Anime geschaut hat wie jetzt, wo man dann, ich sag jetzt mal, schon fast gefühlt jeden Tag Anime guckt, hatte ich nicht. Und da war das natürlich für mich was Besonderes, weil ich dann diese ganzen Anime gesehen habe und dachte mir, wow, was cool, endlich mal was anderes, als was man sonst so sieht. Aber gerade Tool of Woo hat es mir da wirklich angetan. Ich weiß, ich habe auch schon von Kiss Naiva und so weiter geredet, wie geil die sind und wie es ausgelöst hat und dass ich die Musik mag und. Aber gerade Tool of Woo hat... Ich lag in meinem Bett, ich hatte mein Tablet dort und ich habe die ganze Zeit nur gelacht, weil ich es so geil fand, weil ich meine, sowas gibt es halt als normale Serie nicht. Ihr werdet sowas wahrscheinlich niemals als normale Serie finden. Jetzt würde mir sowas einfallen wie Little Britain oder so, aber das ist anders. Klar, es ist halt auch so eine Art von so einem Humor, aber es ist nochmal was ganz, ganz, ganz anderes. Und gerade Tool of Woo macht das Ganze so geil und so auf 100% 0815, dass es schon super geil ist. Und das hat es mir einfach angetan. Ich liebe Tool of Woo, es ist ein toller Anime, macht einfach jedes Mal Spaß, ihn zu gucken. Und das ist halt wirklich so ein Anime, wo ich sagen muss, den kann ich mir auch immer angucken. Und der hat mich dazu verleitet, deswegen komme ich auch jetzt zu diesem Punkt, was der ausgelöst hat bei mir. Der hat dann ausgelöst, dass ich so sehr Anime-Edgys mag. Und ja, ich meine, ich habe jetzt schon haufenweise gesehen, ne? Aber Tool of Woo für mich immer noch die Nummer 1. Wie gesagt, was mich daran halt verändert hat, war halt, dass ich einfach jetzt deutlich, deutlich, deutlich mehr Edgy-Anime mag. Und ja, deswegen habe ich ihn auf die Liste gepackt. Er hat ja auch so mein Anime-Dasein geprägt. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Anime. Habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Mirai Nikki. Ja, mit, wenn man jetzt Tool of Woo nicht so zählen kann, weil man kann das halt einfach nicht vergleichen. Mirai Nikki und Tool of Woo, das kannst du ja nicht vergleichen. Ist Mirai Nikki mein absoluter Lieblingsanime. Habe ich damals ganz, ganz, ganz am Anfang, das war so mit mein erster Anime, den ich bewusst geguckt habe, dass es ein Anime ist. Klar, ich habe auch RTL 2 Zeiten geguckt und so, aber das war halt so dieses wirkliche
bewusst, oh, ich gucke mir gerade ein Anime an. Ich denke, vielleicht weiß der ein oder andere, was ich meine. Und da muss ich wirklich sagen, Alter, hat der mir gefallen. Ich habe mir den noch damals so richtig schlecht irgendwie auf YouTube mit Untertitel, also ne, auf Japanisch mit deutschem Untertitel angeguckt. Plus 480p Grafik, also kein Scherz, das hat irgendeiner so illegalerweise aufgenommen oder so. Ich habe das Ding bei mir zu Hause als Blu-ray stehen, also ne, kann mir da keiner jetzt was. Aber da muss ich wirklich sagen, das hat mir wirklich echt angetan und ich fand, Alter, Mirai Nikki war so ein geiler Anime, der hat mich dazu wirklich dann so verleitet, dass ich mehr Anime gucke. Also der war so wirklich dieses, es gibt ja Anime, stimmt. Vielleicht gucke ich mir mal was davon an. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann war das wirklich halt so Mirai Nikki. Ich weiß auch nicht, warum ich dann so eine lange Pause gemacht habe. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Ich war so ein Anfänger damit. Ich hatte gar keine Ahnung so richtig. Und irgendwann, wie gesagt, kam das dann mit Tool of Ruhe und so weiter über Watchbox. Aber das war wirklich so dieser erste bewusste Anime, den ich geguckt habe. Und meine Fresse, hat er mir gut gefallen. Und das ist jetzt nicht, dass ich ihn auf Platz 1 bei mir bewerte, weil das so mein erster Anime ist, sondern auch, weil ich ihn so an sich einfach nur grandios finde. Da war noch damals, war sogar noch eine Bearbeitung dabei und das bei Kase, das ist ja wirklich, ne? Ja, immer noch einer meiner absoluten Lieblingsanime mit einem wundervollen Ende, wenn man zumindest die OVA kennt. Ja, geil. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr den Anime noch nicht gesehen habt, solltet ihr das zu 1 Million% nachholen. Wirklich Top-Anime. Und dann kommen wir zu einem Anime, den wahrscheinlich eh gefühlt jeder kennt, und zwar Yu-Gi-Oh! Ja, warum packe ich hier Yu-Gi-Oh! Rein? Ganz einfach, der Anime ist natürlich auch geil und so weiter und so fort, aber hier geht es auch noch mehr um das Kartenspiel an sich. Denn durch Yu-Gi-Oh! Habe ich sozusagen nicht so die krasse Liebe, aber auf jeden Fall etwas Liebe an Kartenspielen gewonnen und gerade durch das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel. Ich spiele es heutzutage noch. Ja, ihr kennt das ja mit meinen Zeitsachen und so. Ich habe jetzt nicht die größte Zeit dafür. Ich habe jetzt letztens tatsächlich mal wieder mit einem Kollegen Yu-Gi-Oh! Gespielt. War auch sehr toll. Aber sonst so, ist da leider nicht so viel die Zeit. Damals hatte ich ein bisschen mehr Zeit dazu. Vielleicht kommt es auch irgendwann mal wieder. Auf jeden Fall, wie gesagt, spiele ich immer noch Yu-Gi-Oh! Und ich mag es immer noch. Ich mag mit Link, ich mag mit Pendel und so weiter und so fort. Klar, wenn man so lange nicht mehr gespielt hat, dann muss man halt immer mal wieder so ein bisschen nachgucken und ist so gerade am Überlegen, warte mal, wie war das doch mal so? Ne? Aber sonst, man kommt halt irgendwie immer wieder rein und dann spielt man halt einfach. Und ich spiele es halt wirklich einfach, wie gesagt, aus Spaß und es macht halt mir immer noch heutzutage viel Spaß. Auch der Yu-Gi-Oh! Anime finde ich immer noch super. Klar, es gab so ein paar Ausnahmen. Ich fand Sechsel wirklich gut für die Verhältnisse, wenn man sich das mit den anderen vergleicht, weil Sechsel irgendwo schon einen gewissen Charme hatte. Aber Arc 5 war halt absoluter Rotz, also sorry, aber das war totaler Mist. Hoffe irgendwann mal, dass Reigns endlich bei uns auf Blu-ray erscheint, hoffentlich dann auch mit deutschem Opening oder so. Keine Ahnung, da warte ich immer noch drauf, wir sind ja mittlerweile schon bei der 8. Staffel oder so, es gibt ja schon Rush Go und wie das alles heißt, 7 ist ja schon auch schon vorbei, ist Yu-Gi-Oh! 7. Also wie gesagt, das hat auf jeden Fall mein Leben geprägt, verändert, ne, weil ich jetzt einfach halt das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel spiele und ich denke, ich werde das auch noch in den nächsten, was weiß ich, wie vielen Jahren spielen. Immer wenn Zeit ist, es macht halt einfach Laune. Ne? Es ist halt ein sehr komplexes, aber auch sehr spaßiges Spiel, wenn man es dann zumindest ansatzweise kann. Ja, meine lieben Freunde, Yu-Gi-Oh! Auf jeden Fall musste ich auch auf diese Liste packen. Dann haben wir als nächstes Death Note. Ja, ich weiß, Death Note. Gefühlt wird den wahrscheinlich eh jeder auf der Liste haben. Wahrscheinlich haben unglaublich viele Death Note auf der Liste, wenn die über irgendwie Veränderungen und guten Anime reden. Und ja, man kann auch das nicht abstreiten. Death Note ist halt einfach ein geiler Anime. Ne? In Deutschland leider nicht so gewürdigt. Klar, hat eine unglaublich tolle Synchro, aber die Veröffentlichung bei Kase war halt absoluter Rotz. Tja, kann man leider nichts machen. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, Death Note, also wer Death Note noch nicht gesehen hat, sollte das wirklich jetzt mal am Wochenende nachholen. Also, keine Ahnung. Das ist halt ein wirklich Top-Anime, total gut durchdacht und es macht einfach nur Laune. Und ich habe ihn auch nochmal rewatcht.
ich weiß nicht mehr, irgendwie vor einem Monat oder zwei. Und ich fand den auch wieder so geil von der Musik, von dieser ganzen Atmosphäre. Und da kann ich auch wieder nur sagen, es müsste mehr von solchen Anime geben. Leider gibt es davon zu wenige von diesen ganzen wirklich ernsten Thriller-Anime. Das sind, keine Ahnung, man kann es halt wirklich schon gefühlt zählen. Und da kann es ruhig ein bisschen mehr geben. Aber was hat mich das jetzt so zu diesem Video hier gebracht? Also beziehungsweise warum ist es hier in dem Video drin? Ganz einfach, Death Note hat mich dazu verleitet, dass ich halt auf diese ganzen Thriller-Sachen stehe. Auf dieses ganze, yo, da muss irgendwie düster und es muss einfach irgendwie was rein, was nicht ernst ist. Also so, weil vorher habe ich halt viel, habe ich ja erzählt mit Tool of Woo und so weiter. Und okay, Danmachi ist jetzt auch nicht gerade der ernste Anime. Ne, und klar, Kiss Naiva war auch noch ein bisschen ernst und so weiter, aber ging auch... Da würde ich eher sagen, so in mehr so ernster Romance-Sache und so weiter. Und bei Death Note war es halt einfach so eine geile, düstere Geschichte. Und oh, das hat wirklich mich dazu verleitet, dass ich im Internet nachgeguckt habe. Ähnliche Anime wie Death Note und so weiter und so fort. Und ja, geiler Anime, wirklich, muss ich einfach sagen. Und macht halt immer Laune, den zu gucken. Und ich habe ihn halt, wie gesagt, in diesem Video hier reingepackt, weil es halt einfach das so geändert hat, dass ich so nicht mehr so auf dieses... also ich mag immer noch sehr viel Edgy, aber dass ich jetzt noch mehr so sage, okay, lieber noch so einen geilen Thriller-Anime, da hätte ich viel mehr Bock drauf. Und ich habe euch das ja auch gesagt, ich freue mich unglaublich auf Monster, was ja von KSM nächstes Jahr veröffentlicht wird in diesen Steelbook-Varianten. Habe ich richtig Bock drauf und ich habe da einfach Laune drauf. Ne? Das ist wieder so ein komplett ernster Anime und da habe ich einfach nur Lust drauf. So, jetzt nehme ich mir erstmal einen Schluck. Oh, Leute, ich kann euch sagen, Fanta Traube ist einfach nur ultra geil. Habe ich mir aus Holland mitgenommen. Sorry wegen dem Kratzen in meinem Hals irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit so ein leichtes Kratzen. Gut, damit sind wir dann auch durch mit Death Note und dann kommen wir auch zu dem letzten Anime. Und zwar, vielleicht kann sich der ein oder andere das denken, aber mal gucken. Ja, es handelt sich hierbei um Neon Genesis Evangelion, natürlich einberechnet die Filme und ne, die neuen Filme etc., alles was so in dem NGE-Universum los ist. Ja, kurze kleine Minigeschichte, ich habe mir den reingezogen, das allererste Mal auf Netflix, sonst habe ich den vorher nie gesehen und ich dachte mir immer so, komm, reiß dich zusammen, ne? Guck den Anime an, leg dich im Bett, guck den Anime an und ist egal, das sind halt dann irgendwie 26 Folgen. Ja, dann kommst du, da kriegst du schon durch, weil es irgendwie so ein Klassiker war und irgendwie muss ich sagen, hatte ich damals noch so dieses im Kopf, dass der mir nicht gefällt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich den schon so in meinem Kopf so keine Chance gegeben und dachte schon so, nee, das wird eh nicht meins sein. Ich wollte ihn trotzdem sehen, damit ich einfach sagen kann, okay, ich habe ihn geguckt, ne, das ist sowas wie keine Ahnung, so Akira, ne, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber das ist dann auch so wieder so ein Anime, wo man sagen kann, okay, ich habe diesen Klassiker gesehen und ich habe mir den wirklich angeguckt und dachte mir einfach nur so, hä? Und das wirklich, kein Scherz. Und ich dachte mir, ich habe damit nicht gerechnet, dass da sowas auf mich zukommt. Ich dachte, das wäre einfach so ein Mecha-Anime und das wäre einfach so ein typischer Anime, ohne jetzt großen Sinn und Verstand, einfach so eine Serie halt, ne? Und da wirst du auch immer so voll geballert mit Emotionen, mit irgendwelchen Engeln und so vieler psychologischer Scheiße und mit so vielen Theorien und alles drum und dran, dass man erstmal so dachte, so, was gucke ich mir hier an? Und dann kommen die letzten zwei Folgen und wer NGE gesehen hat, weiß, dass die letzten zwei Folgen etwas anders sind. Da kam ich gar nicht mehr klar. Und dann fand ich den Anime auch irgendwie komisch. Ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht gut. Und irgendwie musste das Ganze bei mir erstmal einwirken. Ich habe das dann so, ne, eine längere Zeit und irgendwann... wo ich dann auch so ein bisschen auf YouTube und so ein bisschen so rumgeforscht habe, was eigentlich da los war, weil ich gefühlt nachher gar nichts mehr gecheckt habe in dem Anime, habe ich erstmal gemerkt, oh, ach so ist das gemeint. Dann habe ich mir halt auch noch die Filme uns angeguckt, dann wurde das Ganze noch ein bisschen verständlicher. Aber ja, warum komme ich jetzt dazu mit NGE? Ganz einfach. NGE ist auch einer meiner absoluten Lieblingsanime. Ich liebe diesen Anime und ich liebe es, was er mit einem macht, denn es ist nicht so einfach ein Ding, wo man einfach nur guckt und es ist vorbei und es
ne, es ist nicht sozusagen, du guckst einfach nur was und es macht deine Zeit einfach weg, sondern du guckst was und du kannst noch wochenlang darüber überlegen und es hat mich in so einer Faszination gesetzt zu so Sachen wie mit Engel und mit dieser ganzen Sache, wie, da muss man einfach NGE für gesehen haben, so dieses ganze Theoretische und so dieses ganze Weltenbild, dieses ganze, dass es andere Dimensionen gibt, etc., etc., dieses ganze, was man auch so auf YouTube, sage ich mal, findet, bei so physikalischen Kanälen und so weiter, ne? Und das hat mich so interessiert auf einmal, dass ich mir NGE natürlich nochmal angeguckt habe und fand ihn dann deutlich besser, weil ich ihn danach verstanden habe, beziehungsweise das meiste davon, ne, und, ich habe mir danach so viel irgendwie angeguckt und so weiter und es hat mich in so einer Faszination gesetzt und auch heutzutage finde ich es immer noch super und das ist halt so dieser Grund, warum ich auch nicht nur jetzt auf Thriller, so wie bei Death Note stehe, sondern halt auch noch auf, gerade bei Filmen und so weiter und so fort, die dann mit einem Menschen was auslösen, die dann wirklich so Mindfuck sind, wo man einfach nur so denkt, wow, ne, sowas wie jetzt zum Beispiel, was mir im Sinn kommt jetzt, was nicht unbedingt im Anime-Bereich ist, aber beispielsweise Memento, ne, es gibt Shutter Island und American Psycho und das Ganze nur dadurch, dass ich NGE gesehen habe, habe ich überhaupt diese Faszination gekriegt. Wahrscheinlich hätte ich möglicherweise nie diese Filme gesehen oder erst viel, 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 viel später. Und das hat bei mir einfach, wie gesagt, ausgelöst, dass ich so ein Interesse habe an so Psycho-Thriller mit wirklich einem ernsten Kern, wo man wirklich noch nachdenken muss, Mindfucks hat, wo man auch im Internet irgendwie nachlesen muss, was ist da jetzt eigentlich passiert? Jetzt gerade fällt mir so ein Arrival beispielsweise, ne, da muss man dann wirklich erstmal noch im Internet irgendwie nachgucken, was eigentlich jetzt die Bedeutung von diesem Film war. Weil das nicht einfach nur ein Film war, sowas wie jetzt Avatar und du guckst ihn und war ein tolles Erlebnis und tschüss, ne? Sondern dass du wirklich auch was mitnehmen kannst sozusagen. Was sozusagen wie so eine kleine, wie so ein kleiner Unterricht ist oder so. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber das sind halt so Filme, die wirklich unglaublich geil gemacht sind und da gibt es auch noch einige, Donnie Darko etc., die jetzt alles nicht unbedingt im Anime-Bereich zu tun haben, aber die halt durch NGE ausgelöst sind. Klar, es gibt auch ein paar Anime, die auch so ein bisschen Mindfuck-mäßig sind, ne? Aber überwiegend sind es dann eher die Hollywood-Streifen, die wirklich deutlich stärker bei sowas sind. Aber gerade NGE macht das Ganze wirklich unglaublich gut und ich fand es super und ich bin froh, dass es halt so ist, wie es jetzt ist, dass diese letzten zwei Folgen auch so sind wie bei NGE und wer diesen Anime noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Toller Anime. Wie gesagt, toller Anime, macht mir heutzutage immer noch viel Spaß, bin großer Fan und ja, das hat bei mir ausgelöst, dass ich halt, wie gesagt, ne, Psycho-Thriller etc. mit Mindfuck und sowas jetzt übelst verfolge und liebe, beziehungsweise in meinem Leben tatsächlich sogar noch Anklang findet, aber mehr darf ich leider nicht sagen, denn dafür, naja, ihr werdet da auf jeden Fall noch früh genug erfahren, was ich damit jetzt meine, das kommt alles noch, glaubt mir, meine lieben Freunde, es kommt noch Riesenprojekte, wirklich Riesenprojekte. Aber mehr möchte ich auch dazu nicht sagen, beziehungsweise darf ich noch nicht sagen. Gut, meine lieben Freunde, das war's mit diesem kleinen, aber feinen Video. Naja, klein, es ging eigentlich ziemlich lange. Jetzt seht ihr mal diesen Unterschied, wenn ich einfach nur so reinplapper in das Mikrofon oder alles cutte. Klar, ne? Wenn man cuttet, das Video geht deutlich schneller, aber ihr habt natürlich dann auch, sag ich jetzt mal, weniger Input oder so. Oder viele Sachen sind vielleicht gar nicht gesagt worden. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr mochtet diese Art von Video mal komplett hier ungeschnitten, ohne dass ich mich jetzt hier, ne, immer rauscutte, wenn ich mich mal verplapper. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Türchen wieder. Ich freue mich da sehr drauf. Haut rein, meine lieben Freunde. Bis denne. Ciao.